Hier wird gefragt, eine allgemeine Lösung y von x dieser Differentialgleichung zu bestimmen. Aber Vorsicht, diese Differentialgleichung ist nicht eine Differentialgleichung dieser Art. Der linke Teil ist zwar linear, aber der rechte Teil ist nicht das Produkt einer Exponentialfunktion mit Basis e und eines Polynoms. Hier steht ein Plus. Wir werden diese Differentialgleichung trotzdem lösen können, indem wir zuerst die allgemeine Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung bestimmen und dann jeweils eine partikuläre Lösung dieser beiden nicht homogenen Differentialgleichungen bestimmen. Eine partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung werden wir dann ganz einfach erhalten, indem wir diese partikuläre Lösung zu dieser partikulären Lösung addieren, da die Differentialgleichung ja linear ist. Also beginnen wir mit der homogenen Differentialgleichung. Dazu schreiben wir zuerst die charakteristische Gleichung auf und schreiben diese in dieser Form, damit wir sofort erkennen können, dass minus 2 Nullstelle ist mit Vielfältigkeit 1 und 2 Nullstelle ist mit Vielfältigkeit ebenfalls 1. Und daher wissen wir also, dass die allgemeine Lösung dieser homogenen Differentialgleichung sich so schreibt. Wir schreiben e hoch diese Nullstelle minus 2 mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades. Ein Polynom 0. Grades ist eine Konstante, die wir C1 nennen. Plus, jetzt kommt e hoch diese Nullstelle 2 mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also wieder eine Konstante, die wir C2 nennen. Somit haben wir die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung gefunden und halten diese hier fest. Jetzt suchen wir eine partikuläre Lösung von dieser nicht homogenen Differentialgleichung. Dazu schreiben wir diese in dieser Form, indem wir diese 1 multiplizieren mit e hoch 0 mal x. Das macht 1, also haben wir an der Gleichung nichts geändert. Nur erkennen wir eben sofort diese Form. Eine partikuläre Lösung yp1 finden wir also so. Wir schreiben solch ein Produkt. Der Faktor e hoch 0 mal x wurde einfach von da abgeschrieben. Hier haben wir ein Polynom p Sternchen in x, dessen Grad 0 ist, weil diese 1 ein Polynom 0. Grades ist. Und der Exponent von x ist hier 0, weil die Vielfältigkeit von dieser 0 als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung gleich 0 ist. Diese 0 ist gar keine Nullstelle von dieser charakteristischen Gleichung. Also Vielfältigkeit 0. Und somit sehen wir, dass die erste partikuläre Lösung in x sich so schreibt, 1 mal ein Polynom 0. Grades, das heißt eine Konstante, nennen wir sie groß C, mal 1. Diese partikuläre Lösung ist also ganz einfach eine Konstante groß C. Jetzt brauchen wir nur noch den Wert von groß C zu bestimmen und den finden wir, indem wir ausdrücken, dass dieses yp1 Lösung von dieser Differentialgleichung ist. Wir brauchen also hier die zweite Ableitung von dieser Konstanten, das ist natürlich 0, und somit ergibt die Gleichung 0 minus 4 mal die partikuläre Lösung yp1 selbst, also minus 4 mal c, gleich 1. Daraus schließen wir also diese Gleichung, aus der wir den Wert von c sehr schnell herausfinden. Diese Konstante c ist also minus 1/4, was bedeutet, die partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung schreibt sich einfach minus 1/4. Diese Lösung halten wir hier fest und suchen jetzt noch
Eine partikuläre Lösung von dieser nicht homogenen Differentialgleichung. Das ist eine dieser Form, denn wir können das e hoch 2x schreiben in der Form 1 mal e hoch 2x. Und somit dürfen wir sofort diese Formel anwenden. Eine partikuläre Lösung yp2 dieser nicht homogenen Differentialgleichung schreibt sich also so. Den Faktor e hoch 2x, den haben wir einfach von da abgeschrieben. Hier haben wir ein Polynom p Sternchen in x, dessen Grad 0 ist, weil diese 1 ein Polynom mit Grad 0 ist. Und dieser Exponent von x, das ist die Vielfältigkeit von dieser 2 als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung. Diese 2 ist effektiv Nullstelle und ihre Vielfältigkeit ist 1, deshalb dieser Exponent 1. Und somit sehen wir, dass diese partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung sich so schreibt. X steht da, diese Konstante steht da und der Exponentialfaktor steht da. Jetzt müssen wir nur noch den Wert von dieser Konstanten c herausfinden. Das machen wir, indem wir ausdrücken, dass dieses yp2 Lösung von dieser Differentialgleichung ist. Also so. In dieser Gleichung hier brauchen wir das yp2, das heißt dieses Produkt, und die zweite Ableitung von yp2, also die zweite Ableitung von diesem Produkt. Deshalb leiten wir dieses Produkt einmal ab, ist gemacht, Ableitungsformel vom Produkt von zwei Funktionen. Und jetzt leiten wir diese Ableitung nochmal ab. Und in dieser Summe können wir e hoch 2x ausklammern und das Ganze schön faktorisieren. Die zweite Ableitung haben wir also gefunden. Und jetzt können wir in dieser Gleichung diese zweite Ableitung durch dieses Produkt ersetzen und das yp2 selbst durch dieses Produkt. Dann tun wir das. Ist gemacht. Diese Gleichung können wir noch durch e hoch 2x kürzen und diese Gleichung führt dann sofort zu 4 mal c gleich 1, das heißt c gleich 1 Viertel. Somit wissen wir also, eine partikuläre Lösung von dieser nicht homogenen Differentialgleichung schreibt sich 1 Viertel mal x mal e hoch 2x, also so. Und diese zweite partikuläre Lösung halten wir hier fest. Und wir wissen, als allgemeine Lösung von dieser Ausgangsdifferentialgleichung schreiben wir einfach die Summe von yh, yp1 und yp2. Und somit werden wir dann die allgemeine Lösung gefunden haben. Die Übung ist beendet.